Hans-Peter ist ein Sackgesicht. Doch man sieht's wegen der übergroßen Kappe nicht. Ja. Hans-Peter macht jetzt Rap-Musik, gemeint, in der sich H to the P und zerfickt alle Wack MCs. Er und Bruno sind die Hala-G's. Bruno ist ein Gangster-Rapper, denn Bruno ist Ladendieb. Ja, guck mich nicht so an, Alter. Denkst du, das T-Shirt wäre gekauft? Hä? Wo sind die armen Stuttgart? Hala, it's your boy. Okay. Obwohl sie keine sind, fühlen sie sich auch wie Stars. Sie wissen überhaupt nicht, warum sie heute nicht Hauptdeck waren. Bei ihrem ersten Gig, sie hatten Beats von 50 Cent und als DJ Kampf wäre die mit. Guck mal, ein bisschen nach vorne, okay? Es war an irgendeinem Jutz auf dem Ladentief, wie keine Metallett, auch nur der Putz von der Wand. Guck sie dir an, Bruno hält die Muskeln gespannt. Hans-Peter schreit so laut, er kann. Lutsch mein Schwanz. Denn über Frauen sagt er die Wahrheit in Strophen. Doch diese scheiß Sozialpädagogen haben Panik geschoben und ihnen die Mikes abgedreht. Wo sind die Arme? Wo sind die Arme? Yeah. Doch Bruno weiß gleich, wie man mit so einer Scheiße umgeht. Spring da rein, Mann. Schalt dich zurück. Okay, er wollte die Opfer klopfen, ne? Sind sie da rausgeflogen? Jetzt. Haben sie da Hausverbot? Es wurde bisher nicht aufgehoben. Ist nicht lustig, Mann. Doch. Wo sollen sie jetzt Kicker spielen? Jetzt hängen sie auf der Straße ab, geben sie wieder und kippen zu. Yeah. Ich auf, Malzi. Ich hab mich gezogen. Ey, Jungs, nimm mal, Alter. Hey, der Lado hat gesagt, da wird man voll blöd von, Mann. Blöd und stoned, Mann. Wo sind die Arme? Stuttgart, wo sind die Arme? Yeah. Es sind zwei Rapper, wie es sie niemals gab zuvor, mit unglaublich viel Charisma und doppelt so viel Glas im Ohr.